Das Streikchaos in Paris beeinträchtigt den Weihnachtsverkehr. An diesem Montag gab es Proteste in der Station Gare de Lyon. Einige Demonstranten stürmten Metro und Zuggleise und blockierten kurzzeitig den Verkehr. Sie riskierten damit ihr Leben, hieß es bei der Staatsbahn SNCF. Ohnehin fahren kaum U-Bahnen und weniger als die Hälfte der TGVs. Dabei unterstützen laut Umfragen weiterhin 51% der Franzosen den Streik gegen die Rentenreform der Regierung Macron. Viele Bewohner von Paris sind schon seit fast 3 Wochen täglich stundenlang zur Arbeit unterwegs. Aber auch einige von ihnen äußern weiterhin Verständnis für den Protest. Ich gehe zu Fuß jeden Tag 2 Stunden lang, aber ich verstehe sie. Sie verteidigen, was sie haben. Die ganze Zeit gibt es Streiks, das ist nicht der erste. Ich glaube, dass man sich anders durchsetzen kann, ohne dass alle leiden. Die Minister und Abgeordneten der Macron-Partei haben angekündigt, dass sie bereits jetzt auf ihre besonderen Rentenansprüche verzichtet haben. Der Präsident hatte eine Streikpause über die Feiertage gefordert und selbst auf seine Rente für das höchste Amt im Staat verzichtet. Doch davon bleiben die Streikenden unbeeindruckt.